Hallo, hier ist eure Tanja von der Krela und ich bastel mit euch heute wieder einfache, schnelle Karten. Als erstes schneide ich mir erstmal aus einem weißen A4-Bogen vier Karten zurecht und zwar wieder so Auflagen in 10 x 14 cm. Das geht ja ruckzuck. Und jetzt nehme ich mir meinen Prägefolder mit diesen Ankern und ja, damit präge ich jetzt einmal mit meiner Prägemaschine das Papier. Das mache ich natürlich mit allen vier Papieren. Hast du keinen Prägefolder und keine Prägemaschine, kannst du dir natürlich auch fertig geprägtes Papier im Bastelladen kaufen. Ja, als nächstes habe ich jetzt hier zwei dunkelblaue Karten und ich habe einmal hier dieses Mittelblau. Das schneide ich mir zurecht und mache mir einmal zwei A6 Karten. Natürlich falze ich auch immer mit meinem Falzbein nach. Die scharfen Kanten falze ich natürlich auch nach, damit der Übergang weich ist. So habe ich jetzt meine vier Karten. Jetzt nehme ich mir meine Kartenaufleger. Jetzt nehme ich meinen doppelseitigen Kleberoller und nehme dieses Saturnband in Silber. Und wie du siehst, klebe ich das jetzt einmal rum. Und jetzt klebe ich das Ganze zusammen auf meine Doppelkarte. Das mache ich natürlich mit allen vier Karten. So schaut es dann aus. Und jetzt nehme ich mir als nächstes nochmal silberfarbenen Fotokarton. Das ist matter. Und den schneide ich mir jetzt auch einmal zurecht auf 8 x 10 cm. Auch hier natürlich viermal. Und jetzt nehme ich mir dieses Designpapier, das schneide ich auf 9 x 7 cm zurecht. Das sind so Papierreste, die zweiseitig sind, die habe ich ja auch schon sehr oft benutzt. Da schneide ich natürlich auch viermal das Ganze zurecht. So schaut das aus, beidseitig, wie ihr seht. Und jetzt entscheide ich mich auf ja, zwei Karten mit diesem gewellten Muster zu machen und zwei Karten mit dem gepunkteten Muster. Jetzt nehme ich das Designpapier und klebe das einmal auf den Fotokarton. Und als nächstes klebe ich jetzt mit Schaumklebeband das Ganze auf die Karten. Alternativ könnt ihr natürlich auch Klebepads nehmen. Oder ihr klebt es ganz normal flach auf. Das geht natürlich auch. Ich wollte jetzt in dem Fall einfach so ein kleines bisschen Dimension in dem Ganzen reinhaben. Deswegen habe ich dieses Schaumklebeband genommen. Jetzt klebe ich alles natürlich auf die Karten drauf. Dann nehme ich mir hier diesen, ja, Locher, der aussieht wie eine Briefmarke fast. Jetzt nehme ich weißen Fotokarton, nehme diesen Locher und stanze mir einmal vier von diesen Quadraten aus. Jetzt habe ich hier einmal vier verschiedene Stempelfarben in Blautönen und jetzt stempel ich einmal ja, meine Grüße auf. So habe ich dann für jede Karte einen anderen Abdruck. Diesen klebe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband auf. Und wie du siehst, verteile ich das dann auf jeder Karte so ein kleines bisschen anders. Ja, damit jede Karte natürlich individuell ist und ich immer was anderes habe. Als nächstes nehme ich dieses Einlageblatt. Das war bei den blauen Karten dabei. Und ja, da loche ich mir jetzt einfach mal so ein paar von diesen Ankern aus. Und ja, für jede Karte eins. Ihr könnt natürlich alternativ, wenn ihr keinen Ankerstanzer habt, ein anderes Motiv nehmen. Natürlich gehen auch Blümchen oder andere maritime Motive, weil der Hintergrund ja maritim geprägt ist. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber und klebe alle Anker auf.
Als letztes klebe ich jetzt noch so ein paar Strasssteinchen auf. Auf jeden Anker kommt ein so ein Strasssteinchen. Und dann haben wir schon das heutige Projekt fertig. Ein bisschen maritim, passend zum Wetter. Ja, mir gefällt es, einfach und schnell gemacht. So sehen die Karten jetzt aus. Und das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, bastel dich glücklich, deine Tanja.